das Spiel ermöglicht zu pfeifen. Sicherlich auch nicht leicht für den Schiedsrichter, weil da die Sympathiebekundung der Halle logischerweise natürlich etwas subjektiver verteilt sind. Für die Mühlis ist es natürlich ein Traumauftakt, was die Paarung angeht. Also Bayern München, mehr geht nicht vom Namen. Und sicherlich haben die Jungs neben viel Lust, aber eine große Portion Aufregung. So, Abschlussversuch und dann der frühe Treffer durch Ayub Aydin. Der Kapitän der Münchner heute, übrigens auch Nationalspieler für Deutschland. Gerade im Trainingslager in La Manga gewesen, also zeigt gleich seine Qualität. Frühe Führung für die Bayern. Kalte Dusche für die Auswahl, die von Frank Schwöppe und von Jörg Rodewald trainiert wird. Betreuer Bernd Fiebig auch dabei. So, erste Balleroberung. Da müssen sie mutig sein, die müssen sie sauber ausspielen. Reiß verpasst hier den Ball. Also das Zauberwort ist Mut. Das ist das, was die Jungs hier brauchen werden. Über Qualitätsunterschiede brauchen wir nicht zu sprechen, aber wenn sie richtig mutig sind, wenn sie rotzfrech sind, wenn sie den Respekt vor Gegner und Halle verlieren, dann können das richtig geile Momente und richtig tolle Spiele werden hier für die Mühlenkreisauswahl. So, hier der Aufbau. Noah Wesemann im Aufbau für die Mühlis. So, da ist wieder Reiß. Gut gedreht, Abschlussversuch. Erste Möglichkeit. Von Tom Hülsmann vereitelt im Keeper der Bayern. Tiefer Ball hier. Das ist wieder Aydin. Wird immer klasse freigespielt. Das war sehr einfach. Kenan Yildiz wunderbar durchgesteckt vom Torschützen zum 1:0. Schade, hier fast die Balleroberung. Wäre eine gute Kontermöglichkeit gewesen. Die Mühlis haben gewechselt, jetzt nach diesem 0-2. Der nächste Block auf der Platte. Sima Ekinci hier mit dem Foul. Da haben wir Ekinci. Spieler SV Kutenhausen, Totenhausen. Freistoß für die Bayern. Vier Minuten gespielt. Konstantin Gertig am Ball. Holzspiel an, Florian Pollack. Das ist aber auch wichtig, jetzt Zugriff finden, in die Duelle kommen. Es nicht so leicht aussehen zu lassen. War kein brutales Foul, aber einfach zu zeigen, wir sind da. Wichtig, immer wieder den Fuß dazwischen zu bekommen, den Gegner zu stören und dann möglichst auf Balleroberungen auszumachen. So, das war gut gespielt. Ekinci wieder da an der Ecke. Gegen Benjamin Dibrani. Super rausgespielt, das ist Dibrani. Schuss geht über das Tor von Leon Kortum. Kortum, Keeper bei der JSG Lohe. Bad Oeynhausen. Da haben wir ihn wieder gut aufgepasst.
So, mal eine Offensivaktion jetzt. Wir spielen Fußball. Gute Ballbehauptung. So, der Versuch des 1 gegen 1. Gut rumgezogen. Jawohl, Abschlussversuch. Alles in Ordnung von Sima Ekinci. Auffälliger Beginn von ihm. Defensiv wie offensiv. So wenig Platz lassen. Kunstschussversuch, aber war dann doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Versuch von Pollack. Da haben wir Leon Kottum. Sie haben noch ein bisschen Zugriffsschwierigkeiten gegen den Ball. Kommt das Tempo nicht so richtig mit aufgenommen, bekommen so ein bisschen den Körper dazwischen. So, Niklas Hille spielt den Ball raus auf Firat Akçay. Kortum da raus aus seinem Tor, jetzt Hille. Geklärt. Oh, da hat es ein bisschen mehr Zeit gehabt. Also Bayern dominiert diese Partie. Mehr Ballbesitz. Gute Parade von Kortum. Eckball. So, Wechsel bei beiden Mannschaften. Bayern haben lange gespielt hier. So, und jetzt haben wir einen ganz interessanten Mann. Der ist oben am Bildrand, jetzt gerade am Ball. Das ist Paul Wanner. Der ist einen Tag vor Heiligabend erst 14 Jahre alt geworden. Spielt in der U15-Nationalmannschaft. Und gilt als Riesentalent. Und ist in Lübeck hier dabei. Auf den freuen wir uns sehr, sind sehr gespannt auf die Minuten, auf die ersten Minuten hier von Paul Wanner. So, auf die Bande gepackt. Freistoß Bayern. Reis bleibt vorne, Reis macht Druck. Klar, bei 0-2 Rückstand. 4,5 Minuten vor dem Ende. Jetzt mal ein bisschen Platz, jetzt der Abschluss. Gute Aktion, müsste Mohamed Toko gewesen sein. Die Nummer 10 der Mühlis. So, Eckball. Nächster Schussversuch. Knapp am Tor vorbei. Aber sie kommen jetzt in Offensivaktion. Sie kommen in die Abschlüsse. Ganz wichtig. Auch für die nächsten Spiele. Der Modus gibt es her. Man scheidet nicht aus. Aber sie brauchen gute Aktionen. So, Foulspiel. Clever gemacht von Eyüp Aydin, der Nationalspieler. So, die Halle kommt nochmal auf. Gibt nochmal ein bisschen Mut. Aydin. Zusammenspiel mit Jonathan Nassimana. Da haben wir Nassimana am Ball. So, das ist Paul Wanner. Viel Pass, Reis. Ah, ein bisschen lässig. Aber jetzt entschlossen. Komm, hol dir den Ball. Okay. Kinder Nilis behauptet die Kugel. Da wieder Yildiz und Leon Kortum. Ach, da war gar kein Mitspieler und der Wechsel angesagt. Ballbesitz für die Bayern. Guter Abschlussversuch, war da verpasst. So, jetzt mal. Überzahl, wenn es schnell geht. Aber keine Chance. Ja, wieder clever. Aydin
sehr präsent. Das meine ich, der hat Zugriff. Der stört sofort. Und wenn es ein kleines Foul ist. Gut behauptet hier. Tom Mülmenstedt mit der 11. So, jetzt aber tiefer Ball. Leider nicht an. Auf Niklas Hille. Wieder klasse Ball in die Tiefe. Gut geklärt, Mülmenstedt. Hille. Bayern ist, das ist der Unterschied, ne? Körperlich extrem nah dran, gibt wenig Möglichkeiten, Tempo aufzunehmen. Bayern sehr, sehr konsequent. Letzte Minute, so. Ah, hätte er fast selber abschießen können. Trotzdem, das macht Mut. Also wir halten fest, sie spielen Fußball, sie haben einen spielerischen Ansatz, das ist ganz wichtig. Sie sind zu Offensivmöglichkeiten gekommen. Und der Zugriff und der Mut gegen den Ball, das kommt im Laufe des Turniers häufig. Das war jetzt ein Ankommen und es war ein Ankommen auf höchstem Niveau. Gegen die Bayern, die ist nochmal klasse. Spielen zum 3:0. Wenn sie Tempo aufnehmen, wenn sie genau sind, dann ist es dann schwer, sie zu stoppen. Benjamin Dibrani mit dem Treffer. 30 Sekunden vor dem Ende. Jetzt müssen sie aufpassen, nicht auseinander zu fallen. Das wäre schade, weil sie wirklich einen ordentlichen Auftritt, ersten Auftritt hingelegt haben. So, das war's. Also, ordentlicher Auftritt. Der Mühlkreis aus Wahl und trotzdem gewinnt der FC Bayern mit einer sehr, sehr konsequenten und auch spielerisch starken Leistung mit 3:0. Aber die Mühlis machen.